Moin Moin, ihr Lieben, heute Thema Sport. Ich bin heute zum Yoga bei Tanja. Und moin Moin, Tanja. Moin. Tanja, du bietest Yoga an hier in Weißenfels in der Volkshochschule, ist das richtig? Das ist richtig. Das ist richtig, genau. Wir gehen gleich näher noch ein bisschen auf ein paar Übungen bei Yoga ein. Wir wollen gar nicht so lange reden. Nur was ganz Besonderes, was du machst, du kommst auch zu den Leuten nach Hause. Ganz mit genau. Denen zu Hause Yoga zu machen. Wie kann man dich buchen? Kannst du kurz mal deine Adresse sagen oder hast du auch eine Seite? Auf meiner Seite www.machmensch.de, dann kommt man über ein Formular, kommt man zu mir. Genau, und ganz besonders, die Tanja bietet auch noch für Muttis, die Babys haben, Baby-Yoga an. Wie ist das Baby-Yoga zu verstehen? Also nicht die Babys machen Yoga, sondern die Mamis mit den Babys dabei. Die Mamis mit den Babys. Jeden ersten Donnerstag im Monat hier im Jedermanns Bürgertreff. Jeden Donnerstag ist ja das die Couple-Gruppe und jeden ersten Donnerstag biete ich dazu Baby-Yoga an. Eine halbe Stunde und dann ist das auch ausreichend. Super, und wir starten jetzt einfach mal. Okay. Die ich jetzt hier hatte. Ich spüre meinen Körper wieder und wir haben ja schon drüber gesprochen, ganz kurz. Yoga soll ja so ein bisschen das bewirken, dass du so wie du eins bist mit dir, dass du wieder so die gerade Haltung hast, denn du hast mir erzählt, dass es eine Vorstufe ist, ja zu meditieren und da musst du ja so genau deine Linie haben und klar sein. Mhm. Und natürlich spüre ich jetzt einiges, aber das sollte ja auch so sein. Ja. Also probiert das gerne mal aus, kommt gerne mal hierher oder bucht die Tanja zu Hause. Wer so sagt, sieht noch ein bisschen komisch bei mir aus, ist ja auch ganz spannend und prickelt, das vielleicht zu Hause im Wohnzimmer zu machen. Ja. Mitzubringen muss man eigentlich gar nichts. Wer so eine Matte hat, wäre natürlich toll, kann ja man auch auf dem Teppich machen, ganz genau. Je nachdem. Wir haben jetzt so mit unserem Thema Sport, sind wir jetzt eigentlich so einigermaßen am Ende. Wir gehen jetzt direkt drüber in die Hobbys. Ja, und wenn ihr ein tolles Hobby habt, dann schreibt es uns doch gerne, denn wir haben tolle Hobbys. Die Tanja hat ein tolles Hobby, die Manu, die Kamerafrau hat ein tolles Hobby und ich auch. Und die zeigen wir euch dann auch gerne, aber erstmal zeigt uns doch mal, welche Hobbys ihr so habt. Ja, wir freuen uns drauf. Dankeschön. Danke.